Wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, könnt ihr sogar was gewinnen. Also bleibt unbedingt dran. Boah. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Donnerstagsvideo. Ich habe das mal ganz cool auf Instagram Dynamite Donnerstag genannt. Falls ihr eine coole Namensvorschlagänderung für die Upload-Tage Donnerstag und Sonntag habt, schreibt mir das doch unten in die Kommentare und vielleicht übernehme ich das ganze Jahr. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben, ich heiße von nun an nicht mehr Beauty Dynamite, sondern Sandy Dynamite. Die meisten von euch werden es auf Facebook und auf den anderen Seiten bemerkt haben, dass ich schon vor einigen Monaten mal rumgefragt habe, hey, was hält ihr von dem Namen Sandy Dynamite? Ich heiße schon seit Ewigkeiten auf Instagram Sandy Dynamite und da es einfach meiner Meinung nach viel besser zu mir passt, da ich mich nicht nur um Beauty beschäftige, sondern auch um andere Dinge. Deswegen bitte, bitte merken, ich heiße Sandy Dynamite. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback hinterlässt, wie ihr den Namen findet und geht mal bitte auf meinen Kanal und schaut euch den wundervollen Banner an und das Anzeigebild, denn das ist auch alles neu gemacht worden und das hat der liebe Sven für mich gemacht. Danke schön dafür. Ich habe in den letzten Tagen versucht, alles anzugleichen und versucht, auf allen Social-Media-Seiten den Namen so zu ändern, dass ich überall denselben Namen habe, also Sandy Dynamite, und nicht auf 5 verschiedenen Plattformen, 5 verschiedene Namen. Ich habe auch eine neue Facebook-Seite eingerichtet mit dem Hintergrund, weil ich mit meiner normalen Facebook-Seite nur maximal 5000 Freunde annehmen kann und da sich von euch ganz, ganz viele beschweren, dass ich eure Freundesanfrage nicht annehme. Hat nämlich den Hintergrund, weil es funktioniert nicht mehr, weil 5000 ist Feierabend und es tut mir sehr leid und aufgrund dessen habe ich mir eine neue Facebook-Seite erstellt und diese befindet sich auch unten in der Infobox und mich würde es freuen, wenn ihr die liken würdet, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, denn dort werde ich dann immer Fotos posten und die neuesten Videos und ja, ne? Kommen wir auch nun zum Gewinnspiel. Das hat nämlich auch was mit Facebook zu tun. Es ist nämlich so, dass ich 2 Videoday-Karten, Stehplatzkarten, verlose, die ich jetzt gerade nicht hier habe, weil ich habe die leider zu Hause vergessen, aber ihr müsst mir jetzt einfach vertrauen. Ich habe 2 Videoday-Karten zur Verfügung gestellt bekommen, die ich an einen von euch verlosen darf. Das heißt also, dass wenn du jetzt die Karte gewinnst, ein Freund oder eine Freundin oder Mutti oder irgendeine Begleitperson mitnehmen kannst, damit du diesen wundervollen Tag nicht alleine verbringen musst. Und ich drehe mich gerade im Kreis. Aufgrund dessen habe ich das gerade auch mit der Facebook-Seite erwähnt, denn genau jetzt zu diesem Zeitpunkt findet ihr auf meiner Facebook-Seite ein Bild. Und alle die unter diesem Bild kommentieren, können an diesem Gewinnspiel teilnehmen und eben, ja, diese 2 wundervollen Videoday-Karten gewinnen. Ich freue mich schon riesig auf den Tag und ich bin ehrlich gesagt extremst aufgeregt, weil ich erstens hoffe, dass meine Autogrammkarten, meine allerersten Autogrammkarten, ich finde das so unnötig. Ich bin nicht der Meinung, dass ich Autogrammkarten brauche, aber ja, alle sagen doch, du brauchst Autogrammkarten. Also sowohl die anderen YouTube-Kollegen meinen, dass ich Autogrammkarten brauche, als auch ihr, die natürlich unbedingt welche haben wollen. Ich kann es auf eine Art und Weise verstehen, aber ich bin der Meinung, also Autogrammkarten. Für all die Leute, die auch beim Videoday dabei sind, bitte, bitte, bitte schreibt mir das doch unten in die Kommentare. Ich würde das gerne mal so einschätzen können, wie viele und wer von euch vor allem kommt. Und ich freue mich so. Ich freue mich so sehr darauf, vor allem, weil es selber ein paar YouTuber gibt, die ich noch nie persönlich gesehen habe und die würde ich halt echt gerne mal kennenlernen, beziehungsweise einfach mal so ein bisschen fangirlen und vor denen mal ein bisschen rumkreischen, da freue ich mich total drauf. Also, falls ihr die Videoday-Karten gewinnen wollt, geht einfach unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link zu meiner Facebook-Seite und falls euch dieses Video gefallen hat, würde es mich doch sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung hinterlässt und ihr findet einmal hier in meiner neuen Endcard das letzte Video von mir und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns am Sonntag. Ne? Nicht vergessen, ihr müsst euch dafür einen Namen ausdenken. Und ja, da, ich werde gerade sau gestört von 2 Menschen, die ich nicht kenne. Hallo. Na, hallo. Das Essen hier ist kacke. Wir gehen jetzt Döner essen. Tschüss. Viel Spaß noch. Tschüss. Ja, die beiden gehen jetzt Döner essen und ich werde jetzt das Video schneiden, damit ihr das heute noch pünktlich bekommt. Gut, wir sehen uns dann am Sonntag. Also wie gesagt, Namen ausdenken und das Video ist schon wieder viel zu lang. Bis dann. Ciao.